ever. Die überhaupt keinen Sinn machen. But in the Reformation days, aber zur Reformation Martin Luther gave them the Bible, hat Martin Luther ihnen die Bibel gegeben. And then he had them singing. Und dann haben sie gesungen. And that's what they were singing were scriptural songs. Und sie haben schriftgemäße Lieder gesungen. So I'm gonna read the song. Und ich werde diesen Liedtext jetzt in hier German, vorlesen, auf Deutsch. But it's a mighty fortress is our God. Also eine feste Burg ist unser Gott. Ein guter Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat getroffen. Der alte böse Feind, mit Ernst erst jetzt meint, groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinesgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott für uns erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ. Halleluja. Nächster Vers. Wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie es auferstellt, wie es auch anstellt, tut er's doch nicht. Das mag er, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. One word from God. Mit anderen Worten, ein Wort von Gott. Can destroy him. Kann ihn zerstören. This was worship in Reformation times. Und das war Anbetung zur Reformationszeit. It was not this little bright song. Das war nicht dieses kleine Helllicht. I'm the bride of Christ. So dieses he Brautlied. Ich bin die Braut Christi und you er can liebt do mich. That at the right time. Das kannst du zur richtigen Zeit machen. But when you're in a war, aber wenn du im Krieg bist, you have songs of war. Dann hast du auch Kriegslieder. When you want to be strong, wenn du stark sein möchtest, you have to have songs of worship that put strength in you. Dann musst du auch Anbetungslieder haben, die Stärke in dich hineintun. A mighty fortress is our God. Eine feste Burg ist unser Gott. And what he was facing in his day, und was er zu seiner Zeit, wem er gegenüberstand zu seiner Zeit, much different than what we are dealing with. Das war viel schwieriger als womit wir es heute zu tun can haben. You say amen? Kannst du Amen sagen? So we have to awake to the truth. Also wir müssen erwachen zur Wahrheit. How great our God is. Wie groß unser Gott don't ist. Don't play small gods throughout the week. Bitte spiel nicht kleiner Gott durch die ganze Woche hindurch. God is not small. Denn Gott ist nicht klein. We have a strong God. Wir haben einen starken Gott. We have a mighty God. Wir haben einen mächtigen Gott. Amen. Amen. Let's go to Numbers chapter 13. Jetzt gehen wir zum 4. Mose Kapitel 14. 13. And verse 30. Vers 30. And we have the spies coming back from the promised land. Die Spione kommen zurück aus dem verheißenen Land. And they give their report. Und sie geben ihren Bericht. And then we know what happens. Und wir wissen, was passiert. Everybody gets upset. Alle sind sauer. But I like this verse. Und mir gefällt dieser Vers. Because it talks about Caleb. Denn er spricht von Caleb. And he, when everybody was talking and being upset and a big commotion going on. Und als alle traurig waren, gesprochen haben, irgendwie ärgerlich waren. He quieted the people before Moses. Hat er das Volk beruhigt vor Mose? Because Moses represented God's word. Denn Mose hat das Wort Gottes repräsentiert. He represented the promise. Er hat die Verheißung repräsentiert. He represented the deliverance. Er hat die Befreiung repräsentiert. He got them out of Egypt. Denn er hat sie aus Israel herausgeholt. So they had a bit of struggle with Moses. Also hatten sie ein bisschen Schwierigkeiten mit Mose. At times they would say, Moses, you go and pray, but we don't want to. Manchmal haben sie gesagt, Mose, du geh und bete, wir wollen nicht beten. You talk to God. God, but no, not us. Du redest mit Gott, aber wir nicht. You can go up the mountain and do the fasting. Dann, du geh mal den Berg hoch und faste schön. And then they come back and tell us what we have to do. Und dann kannst du wiederkommen und uns erzählen, was wir machen müssen. So they had a problem with Moses. Also mit Mose hatten sie ein Problem. Interesting, isn't it? Interessant, oder? He brought the word of God to him. Er hat das Wort Gottes gebracht. And they had a problem with him. Und damit hatten sie ein Problem. Anyway, now here is Caleb. Wie dem auch sei, jetzt ist hier Caleb. And he brings everybody to be silent for a moment. Und er beruhigt die ganze Situation für einen Moment. He makes the moment quiet. Und er macht diesen Moment zu einem stillen, ruhigen Moment. He wants them all to think. Weil er möchte, dass alle denken. He wants them to think. Er möchte, dass sie denken. He wants them to reflect. Er möchte, dass sie reflektieren. He wants them to consider. Er möchte, dass sie nachdenken. He wants them to meditate. Er möchte, dass sie meditieren. And he tells them, und er sagt ihnen, what we are facing, was wir hier, wem wir hier, also die, der Situation, der wir hier begegnen, it's not impossible. Die ist nicht unmöglich. We can conquer this situation. Wir können diese Situation überwinden. Let's read what he really said. Lasst uns lesen, was er wirklich gesagt hat. Halleluja.
I love it. Ich liebe Because das. He created this small, this moment, denn er kreiert diesen Moment, where everybody could become aware of their own thoughts. Wo sich alle ihre eigenen Gedanken bewusst and Caleb werden können. Stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Und Caleb beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Halleluja. Halleluja. This is faith speaking. Da spricht Glaube. This is the spirit of faith is on him. Der Geist des Glaubens ist auf ihm. Yesterday I put in a tape. Gestern habe ich eine Kassette eingelegt. From I think 91 or so. Aus 1991, glaube ich. And I heard one when I heard the first sentence. Und als ich den ersten Satz gehört habe, I could sense the spirit of faith. Konnte ich den Geist des Glaubens spüren. Which is the Holy Ghost. Und das ist der Heilige Geist. But there's something to it. Aber da ist noch was dran. Something about confidence. Etwas über Zuversicht. Something about strength and courage. Etwas über Stärke und Ermutigung. Something overcoming. Etwas Überwindendes. And I don't think the same preacher is doing anymore what he did in the 90s. Und ich glaube nicht, dass derselbe Prediger immer noch das macht, was er in den 90er Jahren getan hat. But I know the spirit of faith. Aber ich kenne den Geist des Glaubens. And you need to learn what it is. Und du musst diesen Geist kennenlernen. And certainly it's the Holy Spirit. Und das ist offensichtlich der Heilige Geist. And so when Caleb speaks. Und als Caleb spricht, gesprochen hat. Everybody's on a time out. Sind alle in so einer Pausenzeit. He has enough faith. Er hat genug Glauben. He has enough strength in his own. Er hat genug Stärke in sich. To bring peace for a moment. Um einen Moment Frieden hervorzurufen. And that is what you can do for other people. Und genau das kannst du für andere Leute that tun. Is what we can do for you. Das ist, was wir für dich tun können. This is what church can do for you today. Das ist, was die Gemeinde heute für dich tun kann. That is what we can create for you. Das ist, was wir für dich kreieren können. We can create for you a moment. Wir können für dich einen Moment kreieren. Where you see yourself. Wo du dich selbst siehst. Where you see God and his promises. Wo du Gott und seine Verheißungen siehst. Where you see your challenges. Wo du deine Herausforderungen siehst. We can give you this moment. Und diesen Moment können wir dir geben. But then there comes another moment. Aber dann kommt ein weiterer Moment. I wish it would say it would the next verse would go like this. Und ich wünschte, der nächste Vers würde folgendermaßen And laufen. And they listened to him all night. Und sie hörten ihm die ganze Nacht durch zu. But that's not what it says. Aber das steht da nicht geschrieben. He said, "Let us go up at once." Er sagt, lasst uns nochmal aufstehen. Let's do it right now. Lasst uns das gerade jetzt tun. He tells them, if we come together, er sagt ihnen, wenn wir zusammenkommen, we can conquer this. Können wir das bezwingen. We can possess this land. Wir können dieses Land besitzen. But we have to do it together. Aber wir müssen es zusammen tun. In agreement. In Übereinstimmung. And we have to do it now. Und wir müssen es jetzt tun. See, they're all thinking about it. Und sie denken alle drüber nach. And then there's the next verse, and it's very tragic. Und dann kommt der nächste Vers, der sehr tragisch ist. And it said, but the man that went up with him. Und die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren. They went up with him to the promised land. Sie sind mit ihm hinaufgezogen in das verheißene Land. They saw the same thing. Sie haben dasselbe gesehen. They experienced the same thing. Sie haben dasselbe erlebt. It looked like they are in one team. Und es sah so aus, als wären sie in einem Team. On the spy mission, they were a team. Als sie da spioniert haben, da waren sie im selben Team. On the possessing mission, they were not a team. Aber in Besitz nehmen Team, da waren sie nicht im selben Team. They were part of the team. Sie waren Teil des Teams. By just looking at it. Dadurch, dass sie das einfach sich angeschaut haben. They were just part of the team. Sie waren einfach Teil des Teams. Talking about it. Dadurch, dass sie davon gesprochen haben. They were part of the team. Sie waren Teil des Teams. They were honored to be sent by Moses. Und sie waren geehrt, von Mose gesandt zu sein. To taste a little bit of the freedom. Ein bisschen von dieser Freiheit zu schmecken. They like to be in that team. Und in diesem Team waren sie gerne. And when they got home, und als sie nach Hause kamen, they had everybody's attention. Hatten sie die Aufmerksamkeit von jedermann. Everybody was after the fruit that they got from the promised land. Und alle waren scharf auf die Frucht, die sie aus dem verheißenen Land geholt And they haben. Were the center of attention. Und sie waren das Zentrum der Aufmerksamkeit. They were chosen by Moses. Sie wurden ausgewählt von Mose. One for a tribe. Einer aus jedem Stamm. So hundreds of thousands, one was chosen. Also hunderttausende Leute und einer wurde erwählt. Now we have 12.
Und jetzt haben wir 12. They are already special. Sie sind schon was Besonderes. Then they go. Und dann gehen sie los. They are still very special. Sie sind immer noch sehr besonders. And God has chosen you. Und Gott hat dich erwählt. And you are special. Und du bist besonders. And you are on this mission. Und du bist auf der Mission. To discover what God has for you. Zu entdecken, was Gott für dich hat. And you can taste a little bit. Und du kannst ein wenig schmecken. And you are still very special. Und du bist immer noch sehr besonders. But then the man that went with Caleb. Und dann kommt der Mann, der mit Caleb unterwegs war. They open their mouth. Sie öffnen ihren Mund. And what comes out of them? Und was kommt aus ihnen hervor? The Bible calls evil. Das nennt die Bibel böse. In Hebrews it says they came back with an evil report. Im Hebräerbrief heißt es, dass sie zurückkamen mit einem bösen Bericht. It was evil. Es war böse. Not because of facts. Nicht wegen den Fakten. Not because of the giants. Nicht wegen den Riesen. Not because of the struggle. Nicht wegen den Herausforderungen. But it was evil because of their own heart. Sondern es war böse wegen ihrem eigenen Herzen. And there's the question. Und da stellt sich die Frage. Whose report will you believe? Wessen Bericht wirst du glauben? Whose report will you believe? Wessen Bericht wirst du glauben? What kingdom do you want to live in? In welchem Königreich willst du leben? What kingdom are you listening to? In welchem Königreich hörst du zu? What kingdom are you yielding to? In welchem Königreich gibst du dich hin? But the man that went up with him, they said, we be not able to go up against those people, for they are stronger than we are. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten: Wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. The mission carried the spies into the promised land. Die Mission hat die Spione in das verheißene Land getragen. The faith of Moses got them into the promised land. Der Glaube von Mose hat sie hat ihnen Eintritt gewährt in das verheißene Land. Sie waren auf dieser Mission. It was all under protection and under grace. Und sie war alles, das war alles unter Gnade und Schutz. But there came a moment. Und da kam ein Moment. After the silence. Nach der Stille. God created heaven and earth. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. And the earth was without form and void. Und die Erde war wüst und leer. And God said, und Gott sprach. And he created. Und er hat geschaffen. And now it is their moment to create. Und jetzt ist ihr Moment, um zu schaffen. Now is their moment. Jetzt ist ihr Moment. To make a decision. Um eine Entscheidung zu treffen. And these men speak. Und diese Männer sprechen. And now we forgot their names. Und jetzt haben wir ihre Namen vergessen. Nobody remembers them. Niemand erinnert sich an because sie. They made the wrong decision. Weil sie die falsche Entscheidung getroffen haben. It was a moment when they had to stand in their own faith. Es war der Moment, wo sie auf ihrem eigenen Glauben stehen and mussten. Not on Moses anymore. Und nicht mehr auf dem Glauben von Mose. And not on Caleb's anymore. Und nicht auf dem Glauben von Caleb. And not on Joshua's anymore. Auch nicht auf dem Glauben von Caleb. It was a moment of reality. Es war der Moment der Realität, wo sie nicht mehr von anderen getragen wurden, but where they had to stand for themselves. Sondern wo sie selber stehen mussten. Evil men speaking evil. Böse Männer sprechen Böses. The question is, die Frage lautet, where are the men of today? Wo sind die Männer heute? Man is not to be meant by gender, male or female. Und Männer meint jetzt nicht das Geschlecht, weiblich oder männlich. Because the Bible actually talks to us as the sons of God. Denn die Bibel spricht zu uns als Söhne Gottes. And that's again not by gender. Und da geht's wiederum nicht um but das Geschlecht. But spiritually we are all sons of God. Sondern geistlich sind wir alle Söhne Gottes. And now we have to say and daughters also. Und jetzt müssen wir sagen und auch Töchter. Because people are confused. Weil Leute verwirrt sind. But it's not in the Bible. Aber das steht nicht in der we Bibel. We are all brothers. Wir sind alle Brüder. Hallelujah. Halleluja. We are all brothers. Wir sind alle Brüder. You understand it? Versteht ihr, oder? Hallelujah. Halleluja. Where are the men in this hour? Wo sind die Männer in dieser Stunde? We talked about it many times. Wir haben oft davon gesprochen. And there's an attack against manhood. Und da gibt es einen Angriff auf die Männlichkeit. There's an attack against family. Da gibt es einen Angriff auf Familien. But men have to stand up and say. Aber Männer müssen aufstehen und sagen. And they actually do say. Und sie sagen etwas. They say something. Sie sagen etwas. They say what their own heart is full of. Sie sagen, wessen ihr eigenes Herz voll ist. They say what they have seen and what they have heard. Sie sagen, was sie gesehen und gehört haben. They speak out of the conviction of their heart. Sie sprechen von der Überzeugung ihres Herzens. And those men determine the future for one generation. Und diese Männer haben die Zukunft besiegelt für eine Generation. One generation has to suffer out of the stupidity of 10 men. Eine Generation muss leiden wegen der Dummheit von 10 Männern. 10 men messed up one generation. 10 Männer haben eine ganze Generation durcheinander gebracht. And two men withstood them.
Und zwei Männer haben ihnen widerstanden. And they could not do much und, by sie, themselves. Und sie konnten selbst nicht viel bewirken. Their faith was strong enough for them. Ihr Glaube war stark genug für sie selbst. And they got stronger every day. Und sie sind jeden Tag stärker and geworden. 85, they were stronger than with 40. Und mit 85 waren sie stärker als But mit 40. They had to wait for another generation. Aber sie mussten auf eine andere Generation warten. They had to wait for more people that would live in the kingdom. Sie mussten auf mehr Leute warten, die im Königreich they leben had würden. To wait for a stronger body of believers. Sie mussten warten für einen stärkeren Leib von Gläubigen. Because some things, denn einige Dinge, we can only possess together. Können wir nur zusammen in Besitz nehmen. There are many things you can possess yourself. Da sind viele Dinge, die kannst du selber besitzen. But there are some things we can only possess together as the body of Christ. Da sind einige Dinge, die können wir nur zusammen als Leib Christi besitzen. And the Bible says in Ephesians, und die Bibel sagt im Epheserbrief, that the Lord has put everything under His foot. Dass der Herr alles unter seine Füße gegeben and hat. That we are His body. Und dass wir sein Leib sind. That means we together das bedeutet, wir zusammen have total authority. Haben vollkommene Autorität. Halleluja. Halleluja. Because we represent the kingdom. Weil wir das Königreich repräsentieren. So again. Erneut. As you close out this year. Während du dieses Jahr abschließt. And you go into the new. Und in das Neue hineingehst. You have to have this moment of silence. Musst du diesen Moment der Stille haben. And I hope that God is helping you to have that in your heart. Und ich hoffe, dass Gott dir dabei hilft, diesen in deinem Herzen zu haben. To consider your ways. Um deine Wege zu bedenken. And consider your sayings. Und dein was du gesagt hast zu bedenken. Because next year. Denn nächstes Jahr. Cannot be stronger than what you say. Kann nicht stärker sein als das, was du sagst. But what you say. Aber was du sagst, has to be what you see. Muss das sein, was du siehst. And what you see, und was du siehst, has to be what you have heard. Muss das sein, was du gehört hast. And what you have heard, und was du gehört hast, has to be the voice of God. Muss die Stimme Gottes sein. What God says, was Gott sagt, you can hear. Kannst du hören. And when you hear what he says, und wenn du hörst, was sagt, you can see it on the inside. Kannst du es in deinem Inneren sehen. And when you see it on the inside, und wenn du es im Inneren siehst, then you can say, dann kannst du sagen, and when you say, und wenn du sagst, what God says, was Gott sagt, two come in agreement, kommen zwei in Übereinstimmung, and we are off to possess the land. Und dann sind wir drauf und dran, das Land but in Besitz if God says one thing, aber wenn Gott das eine sagt, and you say another, und du etwas anderes sagst, God's will is not happening. Geschieht der Wille Gottes nicht. And maybe for another generation. Vielleicht für eine weitere andere maybe Generation. For another year. Vielleicht für ein weiteres Jahr. So consider what you want to do. Also bedenke, was du tun willst. But in order to do that, aber um das zu tun, you need to hear. Musst du hören. Constantly. Beständig. You need to hear him all the time. Du musst ihn immer zuhören. Halleluja. Halleluja. Hallelujah. Hallelujah. And whatever God, the moment you know your God. In dem Moment, wo du deinen Gott kennst. You know who he is. Und du weißt, wer er ist. You know who he is. Du weißt, wer er ist. That's the moment you start becoming a steward. Das ist der Moment, in dem du anfängst, ein Verwalter zu sein. Because now you're not thinking about yourself denn anymore. Jetzt denkst du nicht mehr über dich selbst nach. Somebody say hallelujah. Jemand sag mal Halleluja. Somebody say glory be to God. Jemand sag mal Ehre sei Gott. Jesus is wonderful. Jesus ist wunderbar. Hallelujah. Hallelujah. And he wants us to be consumed with his kingdom. Und möchte, dass wir eingenommen sind mit seinem Königreich. Of course the world will tell you the opposite. Natürlich wird dir die Welt das Gegenteil sagen. Oh, what's going to happen next year? Was wird im nächsten Jahr passieren? What does it mean for my job? Was bedeutet das für meine what Arbeit? Does it mean for my family? Was bedeutet das für meine Familie? What does it mean for my education? Was bedeutet das für meine Ausbildung? What does it mean for my retirement? Was bedeutet das für meine Rente? Und, und so weiter und so weiter. See, all the Christians say they serve Jesus. All die Christen, die sagen, sie dienen Jesus. But they don't. Aber es nicht tun. They don't. Das tun sie nicht. They do not even ask the Lord. Die fragen nicht mal den Herrn. They just do their stuff. Sondern machen einfach ihr Zeug. And then they sit in a meeting like this. Und dann sitzen sie in so einer Versammlung wie dieser. And they look at this guy preaching. Und schauen sich den Typ an, der predigt. And they wonder, what world is he coming und from? Wundern sich, von welchem Planeten kommt der? What's the matter with him? Was ist denn mit ihm los? What is he talking about? Worüber redet der? Well, I'm from a different world. Nun, ich bin aus einer anderen Welt. And I live in a different kingdom. Und ich lebe in einem anderen Königreich. And his kingdom und sein Königreich shall be forever and ever. Bleibt für immer und ewig. And he shall reign und er wird herrschen. Forever and ever. Für immer und ewig. I decided to play with the big boy. Und ich habe mich entschlossen, bei den Großen mitzuspielen. I decided to stay with the king who has a kingdom that will stay forever. Und ich habe mich entschlossen, beim König zu bleiben, der ein Königreich hat, was für immer bleibt. I have decided to live for him. Ich habe mich entschlossen, für ihn zu leben. No matter what that means. Egal, was das bedeutet. It doesn't matter what it means. Es ist egal, was das bedeutet. That's what we're gonna do. Das wirst du tun. Because the kingship is on his shoulder. Weil die Herrschaft auf seiner Schulter ruht. Remember that the government is on his shoulder. Erinnert ihr euch, die Regierung, die ruht auf seiner Schulter. Die Regierung ruht auf seiner Schulter.
Guess what's coming next? Stell dir mal vor, was als nächstes kommt. He is not the shoulder. Er ist nicht die Schulter. He is the head. Sondern das Haupt. Guess what the government is? Stell dir vor, wer die Regierung ist. The government is of the shoulders of the body of Christ. Die Regierung liegt auf der Schulter des Leibes Because Christi. He is the head. Weil er das Haupt ist. And he puts the government on his shoulders. Und er hat die Herrschaft auf seine Schulter gelegt. Halleluja. The government is not with the political government. Die Regierung liegt nicht bei der politischen Regierung, sondern auf seiner Schulter. And those that are very connected to the head. Es sind diejenigen, die verbunden sind mit dem Haupt. As close as possible to the head. So nah wie möglich am Haupt dran as sind. As close as possible to the king. So nah wie irgend möglich am König. Halleluja. Halleluja. Caleb created a moment of silence. Caleb hat einen Moment der Stille geschaffen, where everybody could think. Wo alle nachdenken konnten. And then what the heart was full of. Und wessen das Herz voll war. The mouth spoke. Hat der Mund gesprochen. Everything they experienced Alles, so far. Was sie bis dahin erlebt haben. Egypt. Ägypten. The deliverance. Die Befreiung. Was not their faith. Das war nicht ihr Glaube. It was somebody else's faith. Das war der Glaube von jemand anderem. It was special grace. Es war besondere Gnade. Watching the promised land. Das verheißene Land sehen. Was not their faith. War auch nicht ihr Glaube. It was somebody else's faith. Sondern der Glaube von jemand anderem. And here came the moment. Und hier kam der Moment. What are you saying? Was sagst du? And they all turned away. Und sie haben sich alle abgewandt. What a sad moment. Was für ein trauriger Moment. To remember it in all eternity. Der erinnert wird in alle Ewigkeiten. These guys are in hell. Diese Leute sind in der Hölle. And they will regret forever. Und das werden sie für immer bedauern. And it will be preached about them forever and ever. Und für immer und ewig wird darüber gepredigt werden. The 10 stupid spies. Die 10 blöden Spione. And then there are two people. Und dann sind da zwei Leute. Joshua and Caleb. Joshua und Caleb. I would like to tell you. Und ich möchte dir gerne sagen, that you are Joshua and Caleb. Dass du Joshua und Caleb bist. But I don't know if you are. Aber ich weiß nicht, ob du es bist. Because nobody can make the decision for you. Weil niemand diese Entscheidung für dich treffen you kann. You can be a part of a church that calls themselves a Joshua church. Du kannst Teil einer Gemeinde sein, die sich selbst Joshua Gemeinde nennt. That doesn't matter. Das ist egal. They can call themselves the sons of Caleb. Sie können sich auch die Söhne von Caleb nennen. That doesn't matter. Das ist auch egal. It's all up to you and your heart. Sondern es liegt an dir und deinem Herzen. But of course we have time. Aber natürlich haben wir Zeit. Which means we have grace. Das bedeutet, dass wir Gnade haben. So that we can decide. Damit wir uns entscheiden können. Hallelujah. Hallelujah. The picture that you carry in your heart. Das Bild, das du in deinem Herzen trägst. As you go into the new year. Während du in das neue Jahr hineingehst. The picture comes from what God has said. Das Bild kommt von dem, was Gott gesprochen Not hat. What you think. Nicht was du denkst. Not what you want. Nicht was du möchtest. It comes from God's saying. Sondern es kommt aus dem, was Gott sagt. That picture. Dieses Bild. What you are able to grasp, was du in der Lage bist zu ergreifen, that is a prediction of your future. Das ist die Vorhersage deiner Zukunft. That is a prediction of your future. Das ist die Vorhersage deiner Zukunft. The future doesn't happen when you walk in it. Die Zukunft passiert nicht dann, wenn du da reingehst. The future happens on the inside of you way before. Sondern die Zukunft geschieht in dir weit im Voraus. When David went to kill Goliath, als David losgezogen ist, um Goliath umzubringen, he had him defeated before he went into action. Hatte er ihn schon besiegt, bevor er überhaupt gehandelt hat. The victory was in him before it was outwardly. Der Sieg war in ihm, bevor er im Äußeren sichtbar wurde. It happens first in you. Es ist passiert zuerst in dir. That is what faith does. Und genau das macht der Glaube. And faith gets you into rest. Und Glaube bringt dich in die Ruhe. If you say last week I had a question. Letzte Woche hatte ich eine Frage. And I think I love this question. It Und helps me. Die Frage liebe ich, die hilft mir. And I think we could make a series out of it to help people. Und ich glaube, dass wir eine Serie daraus machen könnten, um Leuten zu helfen. And what I said was, let people say, I believe this and that. Und ich habe Folgendes gesagt, also die Leute glauben dieses und jenes. And my question was, how do you believe? Und meine Frage war, wie glaubst du? Because people would say, I believe in healing. Denn die Leute würden sagen, ich glaube an Heilung. And I would ask, how do you believe for healing? Und ich würde dann fragen, wie glaubst du für Heilung? And then people would say, I believe for a good future. Und dann sagen die Leute, ich glaube an für eine gute Zukunft. And I would say, how do you believe it? Und dann würde ich fragen, wie glaubst du dafür? And they would say, I believe that the Lord is my provider. Und dann sagen die Leute, ich glaube, der Herr ist mein Versorger. And my next question is again, how do you do that? Und meine nächste Frage wäre wieder, wie machst du das? Are you with me? Seid ihr mit mir? Are you still here? Seid ihr noch da? Because the first thing is, denn das erste ist, of course you have to engage your mind. Dass du natürlich deinen Verstand involvieren Ladies musst. Ladies and gentlemen, what your mind is not able to conceive. Was dein Verstand nicht empfangen kann.
cannot produce faith in your heart. Kann kein Glaube in deinem Herzen produzieren. Your mind is very needed. Dein Verstand ist sehr notwendig. So we're talking about the process of faith. Wir sprechen jetzt von dem Prozess des Glaubens. Receiving things from God. Dinge von Gott zu empfangen. And getting results. Und Resultate hervorzubringen. So your mind is absolutely necessary. Also dein Verstand ist absolut notwendig. Hallelujah. So people would agree with a concept. Also die Leute würden mit einem Konzept übereinstimmen. Healing is in the Bible. Heilung steht in der Bibel. I'm with it, yes. Ich bin dafür, ja. I believe in healing. Ich glaube an Heilung. But that's actually general. Aber das ist grundsätzlich. How do you believe for healing for you? Wie glaubst du für Heilung für dich? If you say I believe general that the Lord is my provider. Wenn du sagst, ich glaube grundsätzlich, dass der Herr mein Versorger ist. That doesn't do anything. Dann bewirkt das gar nichts. Because how do you believe? Denn wie glaubst du? You don't believe by general, you believe by specific. Du glaubst nicht grundsätzlich, sondern dein Glaube muss spezifisch sein. You don't believe by agreeing, yes, I believe that. Du glaubst nicht dadurch, dass du übereinstimmst und sagst, ja, das glaube ich. But there's an action part to it. Sondern es gibt eine Handlung dazu. I had things on my list. Ich hatte Dinge auf meiner Liste. From the beginning of the year. Vom Anfang des Jahres. Till today. Bis heute. And I have not been able to receive it. Und ich war nicht in der Lage, die zu empfangen. In other words, I don't have it. Mit anderen Worten, ich habe die nicht. Big shock. Riesenschock. Other things, it happened like I expected. Andere Dinge sind so geschehen, wie ich das erwartet habe. So I go through my book with all my goals. Also gehe ich durch mein Buch mit all meinen Zielen. I see it every day. Und das sehe ich jeden Tag. And I say, I believe for this. Und ich sage, ich glaube dafür. And when I flipped through my pages yesterday, und als ich gestern meine Seiten durchblättert habe, I was about to say, I believe for this, war ich kurz davor zu sagen, ich glaube dafür. And the Lord says, no, you don't. Und der Herr hat gesagt, nein, das tust du nicht. Here's a big clue. Und hier kommt der, die When the Lord asks you a question, wenn der Herr dir eine Frage stellt, he already knows the answer. Kennt er die Antwort schon. When the Lord tells you something, wenn der Herr dir etwas sagt, don't argue. Dann diskutiere nicht mit I ihm. Wanted to say, ich wollte sagen, yes, Lord, I believe. Doch, Herr, ich glaube. You are wrong. Du liegst verkehrt. First time in the existence of the universe, you are wrong. Das erste Mal in der Existenz des Universums liegst du falsch. And I am right. Und ich bin richtig. You said, I said, I believe this, Lord. Ich habe gesagt, ich glaube das, Herr. And the Lord says, no, you don't. Und der Herr sagt, nein, das tust And du I nicht. Say, yes, I do. Und ich sage, doch, das tue ich. I gave you an illustration what not to do. Ich habe dir gerade ein Beispiel dafür gemacht, was du nicht tun sollst. Well, many Christians do that. Viele Christen tun das. I believe in healing. Ich glaube an Heilung. Are you healed? Bist du geheilt? No. Nein. Then you don't believe. Dann glaubst But du. Yes, I do believe. Aber doch, ich glaube. Come down, come down. Come on, come on. Komm mal runter, komm mal runter. Be cool. Sei, ja. You know, we know that you want to play in the right team. I got it. Wir wissen, du willst im richtigen Team spielen. It's haben wir okay, verstanden. It's good. Ist in Ordnung, ist gut. Komm runter. But if the coach says it's not working, then it's not working. Aber wenn der Coach sagt, funktioniert nicht, dann funktioniert's nicht. Amen. Amen. His judgment stands. Sein Urteil bleibt stehen. It's not what, ladies and gentlemen, it's not what you and I call faith. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist nicht das, was wir Glauben nennen. It's what he calls faith. Sondern was er Glaube nennt. If he looks at this, wenn er sich das anschaut and says, und sagt, this is faith, das ist Glauben, then it's faith. Dann ist das Glauben. If he doesn't approve it, aber wenn er es nicht bestätigt, then whatever it is, dann was auch immer es ist, then it's not faith. Dann ist es kein Glaube. Maybe it's wanna be faith. Vielleicht ist es möchte gern Glaube. Could be faith. Könnte Glaube sein. Should be faith. Sollte Glaube sein. Wanna be faith und so weiter. Will Glaube sein. But if God doesn't approve it, aber wenn Gott es nicht bestätigt, then it's not faith. Dann ist es kein Glauben. I thank you for your excitement. Danke für deine Begeisterung. This is very hard in your flesh. Das ist ganz schwer für dein Fleisch. Oh, this is my last sermon this year, so I can do it. Das ist meine letzte Botschaft für das Jahr, das But we prayed so much. Aber wir haben so viel gebetet und wir haben geglaubt. And uncle still died. Und der Onkel ist trotzdem gestorben. We did everything right. Wir haben alles richtig gemacht. No, you didn't. Nein, das hast du nicht. That's it. Very simple. Ganz einfach. Das war's. Don't come with the stupid idea and say you did everything right and God messed up. Komm nicht mit dieser blöden Idee, dass du alles richtig gemacht hättest und Gott verkehrt war. If it didn't work, wenn es nicht funktioniert hat, if you want to comfort your flesh, wenn du dein Fleisch trösten möchtest, put it on the devil, dann kannst du es dem Teufel in die Schuhe schieben. But never on God. Aber niemals Gott. Never ever. Niemals, niemals. If it didn't work, wenn es nicht funktioniert hat, it's on your side, dann liegt es an dir. And But not on God's side. Und nicht an Gott. Say yes to this. Sag mal ja dazu. Say amen. Sag mal amen. Even if it hurts. Selbst wenn es weh tut. But this is what happens with people.
Aber das passiert mit Leuten, that learn about faith, die etwas vom Glauben lernen, as a principle in the kingdom, als Prinzip im Königreich, and don't know the king. Und den König nicht kennen. They will jump up and down. Die werden hoch und nieder springen. I did everything like I supposed to do, but it didn't work. Ich bekomme alles, was ich. No, I did everything. Ich habe alles gemacht, was ich tun sollte. Es hat nicht funktioniert. And then they get mad at God. Und dann sind sie sauer auf Gott. Let me give you another indication. Ich gebe dir noch einen weiteren Indikator. If you don't have joy, wenn du keine Freude hast, it's not faith. Ist es kein Glaube. If you don't have peace, wenn du keinen Frieden hast, it's no faith. Auch kein Glaube. If you don't have rest, und wenn du keine Ruhe hast, it's no faith. Ist es auch kein Glaube. And if you're mad, und wenn du sauer bist, it's surely not faith. Dann ist es auf keinen Fall Glaube. Big revelation. Riesenoffenbarung. But that's what people do. Aber das machen die Leute. I did it too. Ich habe das auch gemacht. One day I took my Bible, eines Tages habe ich meine Bibel genommen through the room, und habe sie durch den Raum geschmissen. Back on the shelf. Auf den Schrank. It didn't work. Das hat nicht funktioniert. It was supposed to work like a... Aber so sollte das doch funktionieren. I was mad for a day, ich war einen Tag lang sauer. And then I had to climb out and get my Bible. Dann musste ich aufklettern und meine Bibel wieder holen. I had to say, okay, Lord, und sagen, okay, Herr, whatever we did, was auch immer wir gemacht haben, I need you. Ich brauche dich. So I was 12 years old. Ich war 12 Jahre alt. I never done that again. Das habe ich nie wieder so gemacht. Throwing my good Bibles around. Meine tollen Bibeln umher geschmissen. But certainly I have been stupid in this way more than once, unfortunately. Aber leider war ich mehr als einmal. Therefore I can make fun about it. Deswegen kann ich mich darüber lustig machen. Are you still here? Seid ihr noch da? You are super charged and super encouraged, ihr seid super und mega begeistert und aufgetankt. Das hat euch wirklich richtig gestärkt. So you want God to approve your faith. Also du möchtest, dass Gott dein Glaube bestätigt. If you say you believe it, wenn du sagst, du glaubst how das, are you believing it? Wie glaubst du dafür? How are you believing it? Wie glaubst du dafür? Well, I think it's true. Ich denke, dass es wahr ist. Nice, very schön. One point. Ein Punkt. You think it's true? One point. Du denkst, es ist wahr? Ein Punkt. Sehr gut. I think about it once a while. Ich denke hin und wieder darüber nach. Also good. Auch gut. Zwei Punkte. But the dishwasher you get with 1,000 points. Aber mit dem Geschirrspüler bekommst du erst bei 1,000 Punkten. So the victory you have only with 1,000 points. Also den Sieg kriegst du nur mit 1,000 Punkten. How do you believe for it? Wie glaubst du dafür? How do you believe? Wie glaubst du? You want to know? Willst du das wissen? Nobody wants to know, then we can go home. Okay, niemand so will das wissen, dann kann man nach Hause. Hallelujah, Victoria, you can come to the piano now. Nobody wants to know, so we preach it next year. Also, wenn das keiner wissen will, predigen wir das nächstes Jahr. Hallelujah. You don't think it's serious? You don't? Oh, I put you on the spot. Praise the Lord. You can still come. I tell you at home, okay? How do you believe? Wie glaubst du? Hallelujah. Praise the Lord. Jesus is wonderful. I see my wife over there. Ich sehe meine Frau da drüben. Oh, what a day. Was für ein Tag. Glory to God. How do you believe? Gott. You cannot. Let's take the subject of healing. Wir nehmen mal das Thema Heilung. Because it illustrates so well. Weil das gut illustriert. Proverbs 4, verse 20 says, Sprüche 4, Vers 20 sagt, attend to my word. Neige dein Ohr zu meinem Wort. Ja. Yeah? Put it in your heart, protect it. Leg es in dein Herz, beschütze es. Because it is medicine for your flesh. Denn es ist Medizin für dein Fleisch. And if you read those verses, and you should read them often. Und wenn du diese Verse liest und du solltest sie oft lesen. It gives you the process of how to believe. Dann wird dir der Prozess erklärt, wie du glauben sollst. Because certainly you believe to the extent that you say this is the truth. I'm not against it, I'm for it. Denn sicher glaubst du so, wie wir das beschrieben haben, das ist die Wahrheit und ich glaube, dass das die Wahrheit ist. You have overcome traditional concepts about healing. Du hast traditionelle Konzepte über Heilung, or miracles, über Wunden und Wunder, or the greatness of God, oder über die Größe Gottes. They got washed away with the word, right? Sie sind weggewaschen worden durch das Wort. And now you know healing is for today. Und jetzt weißt du, dass Heilung für heute ist. Give me a loud hallelujah. Gib mir mal ein lautes Halleluja. So it doesn't matter what sickness comes next, the Lord is my healer. Es ist egal, welche Krankheit als nächstes anklopft, der Herr ist mein Heiler, das weißt du. But how do you believe practically? Aber wie glaubst du praktisch? How do you come from the place where you agree with all those wonderful things? Wie kommst du von dem Ort, wo du mit all diesen wunderbaren Dingen übereinstimmst? That you receive in every area. An den Punkt, wo du in jedem Bereich empfängst. You need to hear the word. Du musst das Wort hören. What you cannot believe, what you are not frequently hearing. Du kannst nicht das glauben, was du nicht beständig hörst. If you haven't heard
anything about the subject of healing last week, wenn du in der letzten Woche nichts über das Thema Heilung gehört hast, then technically speaking you don't have faith. Dann hast du technisch gesprochen keinen Glauben. You have faith to the extent that you know that healing exists and that is there. Du hast Glaube bis zu dem Punkt, wo du sagst, Heilung existiert. Und Heilung ist da. Like we said, you're not against it. Wie wir gesagt haben, du bist nicht dagegen. But your faith is not active. Aber dein Glaube ist nicht aktiv. Your belief is not active. Dein Glaubenssystem ist nicht aktiviert worden. And it's not receiving. Und es empfängt nicht. You can only believe what you are hearing. Du kannst nur das glauben, was du hörst. So if you believe something, wenn du etwas glaubst, how do you believe? Wie glaubst du dafür? By hearing. Dadurch, dass du hörst. I can only believe what I'm presently hearing. Ich kann nur das glauben, was ich gegenwärtig höre. Yesterday's message about healing doesn't do anything today. Die Botschaft von gestern über Heilung bewirkt heute nichts. It's the same with any other subject. Und das ist dasselbe für jedes andere Thema. Provision, Versorgung, getting rid of worries, anything. Sorgenlos werden. So alles. In order to believe, I need to hear now. Also um zu glauben, muss ich jetzt hören. I need to hear today. Ich muss heute hören. Not remember. Nicht mich erinnern. Remembrance is good. Erinnerungen sind gut. But faith doesn't come by remembering. Aber Glaube kommt nicht durch die Erinnerung. Faith comes by hearing God. Sondern Glaube kommt dadurch, dass du Gott hörst. Attend to my word. Neige dich meinem Wort. I need to attend to the word. Und ich muss meine Aufmerksamkeit auf das Wort richten. Again. Erneut. If I want to believe in healing today, wenn ich heute an Heilung glauben möchte, I go to the word today. Gehe ich heute in das Wort. I pray in the Holy Ghost. Ich bete im Heiligen Geist. I expect the word of God, the Holy Spirit, to make the word of God come alive. Und ich erwarte vom Heiligen Geist, dass er das Wort für mich lebendig macht. So how do you believe for healing? Wie glaubst du für Heilung? First of all, by listening to what God is saying. Zuallererst zu dem, dass du zuhörst, was Gott sagt. How do you believe for provision? Wie glaubst du für Versorgung? Not by memory. Nicht durch die Erinnerung. But by hearing what God is saying. Sondern dadurch, dass du hörst, was Gott sagt. Wann? Not yesterday. Nicht gestern. Today. That's my first step. Sondern heute. Das ist mein erster Schritt. If I want to believe for harvest. Wenn ich für eine Ernte glauben möchte. If I want to believe for this city. Wenn ich für die Stadt glauben möchte. If I want to believe for this church. Wenn ich für diese Gemeinde glauben möchte. If I want to believe for our nation. Wenn ich für dieses Land glauben möchte. I have to hear God today. Muss ich Gott heute hören. I have to incline my ear and hear him again. Ich muss mein Ohr neigen und ihn erneut hören. How many times? Wie oft? Every day. Jeden Tag. Every day. Jeden Tag. We are believing for revival. Wir glauben für Erweckung. That's what people say. Das sagen Leute. No, we don't. Nein, das tun we wir nicht. We agree with the concept. Wir stimmen mit diesem Konzept but überein. But if we want to believe for, aber wenn wir dafür glauben möchten, we have to incline our ear. Müssen wir unser Ohr neigen. God, this is the vision that you have for this nation. Gott, das ist die Vision, die du für dieses Land hast. I have my pictures, you know. Ich habe meine Bilder. What are you saying? Was sagst du? And then I hear him say. Und dann höre ich, wie er it's sagt. Still true. Es ist immer noch wahr. It's always true. Es ist immer wahr. Nothing changed. Nichts hat sich verändert. It's a promised land. Es ist das verheißene Land. It's yours. Es gehört dir. True. Es ist wahr. Now I heard. Jetzt habe ich gehört. My heart is full. Mein Herz ist voll. How do you believe? Wie glaubst du? Now I say. Und jetzt spreche out ich. Of the full heart I speak. Aus dem vollen Herzen how spreche do you believe? Ich. Wie glaubst du? I hear what he is saying. Ich höre, was er zu sagen hat. I make his word, ich mache sein Wort. After it's in my heart, I put it in my mouth. Nachdem es in meinem Herzen ist, spreche ich es aus meinem Mund aus. How do you believe? Wie glaubst du? You add action to it. Du fügst Handlung hinzu. You do something. Du tust was. That's how I believe. So glaube ich. How do you believe for money? Wie glaubst du für Geld? How do you believe for healing? Wie glaubst du für Heilung? I remember what we heard a month ago in church. Ich erinnere mich an das, was ich vor Monaten in der Gemeinde gehört habe. No, you don't. Nein, das tust du nicht. That's not working. Das funktioniert nicht. If you remember, wenn du dich erinnerst, you go back to the scriptures, dann gehst du zurück zu den Bibelstellen. Du hörst you zu. Have to pray, du betest. You hear, du hörst. You hear it fresh, du hörst es frisch. And then your faith is alive. Und dann ist dein Glaube lebendig. And then you can do something. Und dann kannst du etwas tun. What do you think? Was denkst du? What the Bible meant, was die Bibel meinte. When it says, seek first the kingdom. Wenn es heißt, trachte zuerst nach dem Königreich. Seek first the will of God.
Trachte zuerst nach dem Willen Gottes. Seek first what he has to say. Trachte zuerst nach dem, was er zu sagen hat. And then you live from every word. Und dann lebst du von jedem Wort. We live from every word that comes out of his mouth. Wir leben von jedem Wort, das aus seinem Munde kommt. I need to hear God. Ich muss Gott hören. I want to hear God. Ich möchte Gott hören. I cannot live from yesterday. Ich kann nicht von gestern leben. Remember when the children of Israel were in the desert? Erinnert ihr euch an das Volk Israel, als es in der Wüste war? And God was feeding them. Und Gott hat sie ernährt. They had a rule. Da gab's eine Regel. If they want to eat, wenn sie essen wollten, they had to collect the manna every day. Mussten sie das Manna jeden Tag einsammeln. And one day they could have the double portion, the double. Einen Tag konnten sie das Doppelte haben. So that they could honor the Sabbath. Damit sie den Sabbat heiligen könnten. But they could not put it up in store. Aber sie konnten das nicht aufsparen. They couldn't say, sie konnten nicht sagen, oh, we had a week in the summer when we went to church every day. Wir hatten eine Woche im Sommer, wo wir jeden Tag in die Gemeinde gegangen sind. I can have a break now. Ich kann jetzt eine Pause machen. You don't understand. Du verstehst nicht. Whatever they tried to save from yesterday, was auch immer sie von gestern aufbewahrt haben, and they wanted to eat it today, und an dem nächsten Tag essen wollten, it was rotten. War verdorben. It was bad. War verschimmelt. It didn't work. Hat nicht funktioniert. Most Christians live like that. Die meisten Christen leben so. They live from yesterday's sie leben von gestern, von dem Wort von yesterday's gestern. Rhema. Von dem Rhema von gestern. Yesterday's saying of the Lord. Von den Aussprüchen des Herrn von gestern. Listen, it's important what I'm about to say. Das ist wichtig, was ich jetzt sage. Some things God gives you. Einige Dinge gibt dir Gott. They pertain all your life. Und die bleiben dein ganzes Leben. And some people say, this is what the Lord said 20 years ago. Oder einige Leute sagen, das hat der Herr vor 20 Jahren gesagt. That's a good part to it. Da ist ein guter Teil dran. But you still have to say what the Lord is saying now. Aber du musst auch das sagen, was der Herr jetzt sagt. Remember what happened with Moses? Erinnert ihr euch daran, was mit Mose passiert One ist? One time he had to beat the rock to get water. Einmal musste er den auf den Felsen schlagen, um Wasser zu bekommen. The next time he wanted to act out of memory. Und das nächste Mal wollte er aus der Erinnerung heraus handeln. And he said, "What? I mean, he could have said, 'God said the first time I should beat it.'" Und er hätte sagen können, das erste Mal hat Gott doch gesagt, ich soll draufschlagen. That was not the first time; it was the only time. Das war nicht das erste Mal, das war das einzige Mal. Now is a new time. Und jetzt ist ein neues Mal. What is God saying now? Und was sagt Gott jetzt? I'm going to shock some of you. Ich werde einige von euch schockieren. God is releasing some of you from words of the past. Gott setzt einige von euch von den Worten der Vergangenheit frei. Things that He gave you to do. Dinge, die er dir aufgetragen Things hat. That he called you to do. Dinge, für die er dich berufen hat. They were supposed to happen in a certain time frame. Sie sollten in einer bestimmten Zeitspanne passieren. And they didn't. Und das sind sie nicht. And you still try to reactivate it. Und du hast wieder versucht, sie zu aktivieren. And you try to go back. Und du hast versucht, zurückzugehen. Some things you cannot go back to. Zu einigen Dingen kannst du nicht mehr zurückgehen. Sometimes God changes his mind. Manchmal ändert Gott seinen Sinn. Now you will be shocked. Jetzt wirst du schockiert sein. He is not changing where he wants to take you in life. Er verändert nicht das, wo er dich im Leben hinbringen möchte. But if you have gone to the wrong area, aber wenn du in den verkehrten Bereich eingetaucht if you bist, have gone a wrong path, wenn du auf den falschen Weg gegangen bist, he will get you there, wird er dich dorthin bringen. But maybe it's gonna look much different than what you think. Aber vielleicht sieht das ganz anders aus, als du dachtest. Some of you trying to hold on to words that you shouldn't hold on anymore. Einige von euch versuchen an Worten festzuhalten, an denen ihr nicht mehr festhalten sollt. Because you outdated them, they are too old. Weil sie das Verfallsdatum überschritten. It's not yours anymore. Das gehört nicht mehr dir. God has still something to say. Gott hat trotzdem was zu sagen. And you have to find the fresh word. Und du musst das frische Wort finden. Ladies and gentlemen. Sehr geehrte Damen und Herren. The moment. In dem Moment. Caleb spoke to the people. Wo Caleb zum Volk gesprochen hat. They had a moment of decision. War ein Moment der Entscheidung. And the moment they had spoken. Und der Moment, in dem sie gesprochen haben. For one generation, the promise was dead. War die Verheißung für eine Generation tot. It was there for the next. Es war für die nächste wieder da. But for that generation it was over. Aber für diese Generation war es vorbei. And there are some things that are sometimes over. Und da sind einige Dinge, die sind manchmal vorbei. Das weiß ich in meinem Leben. Where Gabi and I, we missed our time. Wo Gabi und ich unsere Zeitspanne verpasst haben. We had to do this in that time frame. We didn't do it. Wir sollten das in diesem Zeitrahmen tun, haben das nicht getan. Over and out. Vorbei, aus. Forget it. Kannst du vergessen. Still walking with the Lord. Du gehst immer noch mit dem Herrn. The Lord is faithful. Der Herr ist treu. And I'm not saying, und ich sage nicht, the Lord is shooting you this way today, dass der Herr dich and heute tomorrow like this. In die eine Richtung schießt und den nächsten Tag in It's die andere not about Richtung. Being crazy. Das geht nicht darum, verrückt zu sein. It's not about, I'm called to be a prophetess.
Das geht auch nicht darum zu sagen, ich bin berufen, eine Prophetin zu sein. I'm called to be a business person. Nein, ich bin berufen, Geschäftsmann zu sein. I'm called to be a in government. Ich bin berufen, in der Regierung zu sein. No, I'm called to India. Nein, ich bin nach Indien berufen. No, I'm not called to India. Nein, ich bin nicht nach Indien berufen. I'm called to be an intercessor. Ich bin berufen, ein Fürbitter zu sein. I am called to live in a cave. Ich bin berufen, im Käfig zu leben. No, it's Fifth Avenue. Nein. Nein. Fifth Avenue, New York. Ja, in New York auf der Haupteinkaufszeile. Like so geht das nicht. But something can only happen in certain times. Aber einige Dinge können nur zu bestimmten Zeiten passieren. So, and you, how do you know? Woher weißt du das? Well, the anointing is lifting. Weil die Salbung weg ist. The anointing is lifting when you contemplate on those old prophecies. Weil die Salbung sich immer weiter weggeht, wenn du über diese alten Prophetien nachdenkst. It's not there anymore. You cannot get the anointing back. Sie ist nicht mehr da drauf. Du kannst die Salbung auch nicht wiederbekommen. You cannot get the freshness back. Du kannst diese Frische nicht zurückbekommen. So, and only you can determine with the Lord. Das kannst nur du entscheiden mit dem Herrn. Joshua und Caleb, they could have said, hätten sagen können, but God, you said, we go in. Aber Gott, du hast gesagt, wir ziehen ein. Yeah. You go in. Ja, ihr zieht auch ein. 45 years later. 45 Jahre später. With another generation. Mit einer anderen Generation. Happy funeral service. Fröhliche Beerdigung. See everybody else die. Isn't that crazy? Wie man hat gesehen, alle anderen sind gestorben. Verrückt, oder? Somebody say the Lord is good. Jemand sagt mal, der Herr ist gut. And his mercy endures forever. Und seine Güte währet ewiglich. So how? Yes, yes, yes. So how do you believe? Wie glaubst du also? For next year. Für das nächste Jahr. Oh, yeah, the Lord is good. It's going to be okay. Ja, ist gut und es wird alles gut. That's not faith. Das ist kein Glaube. That is nice talk. Das ist nettes Reden. That is positive. Das ist positiv. It's better than negative. Und das ist besser als negativ. You need to hear what God is saying. Du musst hören, was Gott zu sagen hat. And make it your very own. Und es zu deinem eigen machen. Faith is always active. Glaube ist immer aktiv. Faith is not, never passive. Glaube ist niemals passiv. If I ask you, wenn ich dich frage, what are you believing for? Wofür glaubst du? And you cannot tell me 1, 2, 3. Und mir nicht 1, 2, 3 sagen kannst. Then it's not active. Dann ist es nicht aktiv. What are you believing for? Wofür glaubst du? See, Abraham and Sarah. Abraham und Sarah. They had changed their name. Haben ihren Namen verändert. Into what God has said. In das, was Gott gesagt hat. It was part of their day-to-day communication. Es war Teil von ihrer täglichen Kommunikation. A friend of mine, he spoke with his wife and said it like this. Ein Freund von mir hat mit seiner Frau gesprochen und hat es folgendermaßen zum Ausdruck gebracht. Hey, honey, what are we believing for? Liebling, wofür glauben wir? And the next question always was, what are we excited about? Und die nächste Frage war immer, worüber sind wir begeistert? And that's how they checked themselves. Und so haben sie sich gegenseitig überprüft. What are we excited about? Worüber sind wir begeistert? Because what we are excited about. Denn worüber wir begeistert sind. Is what you believe. Das ist das, was du glaubst. If you're not excited about anything. Wenn du über nichts begeistert bist. Then your belief system is just in the area of mental agreement. Dann ist dein Glaubenssystem nur im Bereich von mentaler Übereinstimmung. Ja, ja, Lord will help us. Der Next wird year uns will helfen. Not be that bad. Lord will help us ja, somehow. Nächstes Jahr wird nicht so schlimm werden. Irgendwie oh, yes, wird uns der Herr for you helfen. It will be very bad. Doch für dich wird das sehr schlimm Because werden. This is not faith. Weil das kein Glaube ist. Faith comes from God. Glaube kommt von Gott. Fills your heart. Er füllt dein Herz. You start speaking. Du fängst an zu sprechen. You start acting. Du fängst an zu handeln. And your faith is an action. Und dein Glaube ist eine Handlung. And that way you receive from the Lord. Und dein Glaube ist aktiv und so empfängst du von Halleluja. Herrn. Halleluja. Halleluja. So when we come together as a church, when we come back, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, I want you to be loaded with God's word. Möchte ich, dass du geladen bist mit dem Wort Gottes. Please do. Bitte, tu das. It will help you. Es wird dir helfen. Be loaded with promises. Sei geladen mit Verheißungen. I don't want to see your book. Actually, möchte nicht dein Buch sehen, but you need to have scriptures. Sondern du musst Schriftstellen haben. They need to be alive. Die müssen lebendig sein. You believe for increase? Du glaubst für Zuwachs? What verse? Welcher Vers? What promise? Welche Verheißung? What did the Lord say? Was hat der Herr gesagt? It needs to be there. Es muss da sein. Amen? Amen. That's your homework. Das sind deine Hausaufgaben. Get it on there. Schreib das auf. Halleluja. Halleluja. Be in it. Sei da drin. Start the new year right. Fang das neue Jahr richtig an. Because something is about to happen next year. Denn im nächsten Jahr wird was geschehen. Something new. Etwas Neues. It's not going to be nice. Es wird nicht schön. Until this year. Bis zu diesem Jahr. Our faith has been able to protect people.
war unser Glaube in der Lage, Leute zu beschützen. To a certain degree. Bis zu einem bestimmten Punkt. We spoke about it, I think Gabi did 2 weeks ago. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen vor 2 Wochen. Gabi hat das gemacht. And we do this in prayer. We pray for the congregation. Und was tun wir im Gebet? Wir beten für die Versammlung. And sometimes I have a prayer line. Und manchmal habe ich ein Gebet. I call people forward for prayer. Oder habe ich also einen Aufruf für Gebet. And I pray for people. Und dann bete ich für Leute. To bless the people. Um die Leute zu segnen. But I know actually. Aber ich weiß. We are saving them. Dass wir sie eigentlich retten. We bring protection over their life. Dass wir Schutz über ihr Leben bringen. Because we could see an attack of the enemy. Weil wir einen Angriff des Feindes sehen konnten. That would take them out of the kingdom. Der sie aus dem Königreich herausholen würde. That would get them on a wrong path. Der sie auf einen falschen Pfad setzen würde. That could destroy them. Der sie zerstören könnte. It's very bad thing if that happens. Und das ist eine ganz schlechte Sache, wenn das passiert. And the Lord spoke to me. Und der Herr hat zu mir gesprochen. I did not even tell my wife. Ich habe das meiner Frau noch nicht mal gesagt. That we cannot do this. Coming the next year. Dass wir das im nächsten Jahr nicht tun können. We can pray and we will pray. Wir können beten und wir werden beten. But the shield of protection. Aber das der Schutzschild. The way it used to be. Wie es mal war. Will not function anymore. Wird nicht mehr funktionieren. For this church. Für diese Gemeinde. It is a day of Joshua and Caleb. Das ist der Tag von Josua und Caleb. And what your own faith cannot receive. Und was dein eigener Glaube nicht empfangen kann. Nobody else can do for you anymore. Kann niemand anders mehr für dich tun. There was a man with the name of Abram. Da war der Mann, der hieß Abraham. And he had a cousin. Und er hatte einen Cousin. His name was Lot. Und er hieß Lot. And he associated with him. Und er war mit ihm verbunden. And whenever he was with Abraham. Und immer wenn er mit Abraham zusammen war. Some of Abram's blessing got on him. Ist der Segen von ein bisschen vom Segen vom Abraham. But his own heart was not right. Aber sein eigenes Herz war nicht richtig. And then when he had the day of Caleb. Und als er dann diesen Tag des Kalebs hatte. And Abraham said, "You choose where you want to go with your flocks." Da sagte Abraham, du wählst, wo du mit deiner Herde hingehst. And he looked up Sodom and Gomorrah. Und er hat Richtung Sodom und Gomorra geschaut. And he said, "Oh, the land looks so good." Und hat gesagt, das Land sieht so gut aus. I want to go there with my herd. Ich möchte dorthin ziehen mit meiner Herde. And Abraham said, und Abraham hat gesagt, "You decide." So sei es. Du hast and es entschieden. He decided. Und er hat sich dafür entschieden. And he went. Und ist dorthin gezogen. And the judgment of God. Und das Gericht Gottes came over Sodom and Gomorrah. Kam über Sodom und Gomorra. And the intercession of Abraham. Und die Fürbitte von Abraham. Did everything to save his cousin. Hat alles getan, um seinen Cousin zu retten. He was so much. He liked the world. Er hat die Welt gemocht. It looked better in the natural. Im Natürlichen sah es besser aus. It was so crazy. Und es war so verrückt. The angels came to protect him. Die Engel sind gekommen, um Lot zu beschützen. Because of the prayers of Abraham. Wegen den Gebeten von Abraham. And then the immorality was so bad. Und dann war die sexuelle Perversion und Sünde so schlimm, that the people of the city said, dass die Leute aus der Stadt gesagt give haben, us those angels that we can have sex with them. Gib uns die Engel, damit wir mit denen Sex haben können. In other words, they had materialized. Mit anderen Worten haben die sich materialisiert. They had a human form. Die hatten eine menschliche Form. And Lot was he was totally messed up. Und Lot war total verwirrt. He knew that they were angels of God. Er wusste, dass es Engel Gottes waren. And he said, "I cannot send the angels out to be raped." Und er hat gesagt, ich kann nicht die Engel nach draußen schicken, um vergewaltigt zu werden. It's a crazy story. Ganz verrückte But Geschichte. He said, "You can have my daughters." Sondern er hat gesagt, du kannst meine Töchter haben. You can have my daughters? Ihr könnt meine Töchter haben? And then he left Sodom. Und dann hat er Sodom verlassen. But his wife turned back. Aber seine Frau hat sich umgedreht. And became a pillar of salt. Und ist zu einer Salzsäule geworden. He got saved, just him. Er wurde gerettet, nur er. But his family was destroyed. Aber seine Familie wurde zerstört. He sent his herd to the wrong campground. Er hat seine Herden auf das falsche Feld geschickt. He looked into the natural. Er hat ins Natürliche geschaut. He did not understand. Er hat nicht verstanden. That the blessing was being with Abraham. Dass der Segen darauf lag, mit Abraham zusammen zu sein. Because his own relationship with God was not there. Weil seine eigene Beziehung mit Gott nicht da war. And when he had to decide. Und als er sich entscheiden musste. Where do we go? Wo gehen wir hin? He said, Sodom. Hat er gesagt, Sodom. The nice place. An den schönen Ort. The place of sin. Der Ort der Sünde. The place of perversion. Der Ort der Perversion. But big business. Aber Riesengeschäfte. Let's go. Los geht's. He did the same thing that the spies did. Und er hat genau dasselbe gemacht, was die
diese Gesandten, die Spione da gemacht haben. Next year, nächstes Jahr, if your relationship with the Lord is great, wenn deine Beziehung mit dem Herrn großartig ist, rejoice, kannst du dich freuen. But we cannot get you out of Sodom. Aber wir können dich aus Sodom nicht herausholen. I wish we could. Ich wünschte, dass wir das könnten. But we cannot. Aber das können wir nicht. Our intercession will only go so far. Unsere Fürbitte wird nur so weit gehen. Because you have seen and heard. Denn du hast gesehen und gehört. Most precious word. Kostbarste Worte. You have seen and heard. Du hast gesehen und gehört. Most precious word. Kostbarste Worte. Spoken and demonstrated. Gesprochen und demonstriert. So that your heart can be convinced. Damit dein Herz überzeugt sein kann. And you can have the right answer. Und du kannst die richtige Antwort haben. For the challenge of the day. Für die Herausforderung des Tages. And when it's your time to speak. Und es ist deine Zeit zu sprechen. That you can stand. Damit du stehen kannst. Strong and tall. Starke Rede. And you can say. Und du kannst sagen. For me and my house. Ich und mein Haus. We will serve the Lord. Wir werden dem Herrn dienen. If they put us in a lion's den. Wenn sie uns in eine Löwengrube schmeißen. So be it. Dann sei es so. If they burn us, wenn sie uns verbrennen, so be it. So sei es. But for me and my house, aber für mich und mein Haus, we will serve the Lord. Wir werden dem Herrn dienen. We will take the promised land. Wir werden das verheißene Land einnehmen. We will go in. Wir werden eintreten. We will possess. Wir werden es besitzen. Because we have heard. Weil wir gehört haben. And we have seen. Und gesehen haben. The goodness of the Lord. Die Güte des Herrn. Somebody say hallelujah. Jemand sagt mal Halleluja. Let's all stand together. Lasst uns alle zusammen aufstehen. And let's thank the Lord for a moment. Lasst uns dem Herrn danken. Because you can, Father. Vater, weil du kannst. We can. Können wir. Because you are. Weil du bist. Therefore we have our being. Deswegen haben wir unser Dasein. Because you are alive. Weil du Leben bist. Therefore we are alive. Deswegen sind wir lebendig. Because Christ you rose from the dead. Weil du Christus von den Toten auferweckt wurdest. Therefore your spirit is in us. Deswegen ist dein Geist in uns. You have given us overcoming life. Du hast uns Überwinderleben gegeben. You have given us overflowing life. Du hast uns überfließendes Leben gegeben. And you have called us. Und du hast uns berufen. To be a light in darkness. Ein Licht in der Finsternis and zu sein. And to shine. Und zu leuchten. And we honor you for it. Und wir ehren dich dafür. And we give you all the praise and all the glory. Und wir geben dir allen Preis und alle Lord, Ehre. We wanna thank you. Gott, wir möchten dir danken. We wanna give all praise to you. Wir geben dir allen Preis. For this year. Für dieses Jahr. You have kept us. Du hast uns bewahrt. You have blessed us. Du hast uns gesegnet. You have given us increase. Du hast uns Zuwachs gegeben. You have strengthened us. Du hast uns gestärkt. In all these troubles. In all diesen Herausforderungen. And we give your name alone all the glory. Und deinem Namen allein geben wir alle Ehre. You have graced us with your presence. Du hast uns begnadet mit deiner Gegenwart. And with your precious anointing. Und mit deiner kostbaren Salbung. With your precious anointing. Mit deiner kostbaren Salbung. You have graced us every time. Du hast uns jedes Mal begnadet. We honor your presence. Wir ehren deine Gegenwart. And we thank you for it from the bottom of our heart. Und wir danken dir dafür tief aus unserem Herzen heraus. And now we are preparing. Und jetzt bereiten wir uns vor. To step over. Hinüberzutreten. To close one book and open another. Ein Buch zu schließen und ein neues zu öffnen. The acts of God. Die Taten Gottes. The acts of God. Die Taten Gottes. Continued in 2021. Die fortgeführt werden in 2021. Because what you have begun. Denn was du begonnen hast. On the day of Pentecost. Am Pfingsttag. It still continues. Das währt immer noch. Amongst your people. Unter deinem Volk. If you, what you have started. Was du begonnen hast. You will finish. Wirst du vollenden. And you will finish with us. Und du wirst es mit uns vollenden. And you will finish with our life. Und du wirst es in unserem Leben vollenden. Because you live. Weil du lebst. Therefore we have life. Deswegen haben wir Leben. We honor you, mighty King. Wir ehren dich, mächtiger König. We honor you, mighty King. Wir ehren dich, mächtiger Just give König. Him some praise with your own words, please. Gib ihm Preis mit deinen eigenen Worten. Make some noise. Give him praise. Erheb deine Stimme, mach ein bisschen Krach. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Danke, thank Herr. You, Lord. Thank you, Lord. Sharadabunu rababaso toko rababaso toko rebebebe di alabahai. Hallelujah. Hallelujah. Sandare babababasa. We give you praise, Lord. Wir geben dir Preise. Hallelujah. We thank you, Lord. Wir danken dir, Herr. For the things that come to an end. Für die Dinge, die zu einem Ende kommen. And for the new beginning. Und für die neuen Anfänge. We thank you, for the words that you speak. Wir danken dir für die Worte, die du sprichst.
to each and every one of us. Zu jedem einzelnen von uns. Because you are the sower. Denn du bist das Schwert. The sower sows the word. Du bist der Sämann sät das you Wort. You speak words. Du sprichst Worte. To every family. Zu jeder Familie. To every single one. Zu jeder einzelnen Person. To everyone. Zu yes, jedem. You are speaking. Ja, du sprichst. You are speaking to your people. Du sprichst zu deinem Volk. And we thank you that we can hear your voice. Und wir danken dir dafür, dass wir deine Stimme hören können. Hallelujah. We give you praise. 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 We give you praise.